So, Freunde, hallo, wir sind beim Teil 3. Also 3 heißt Finanzkrise in der Beschreibung. Also wir sind ja normal Dach, Wand, Boden, Decke und so weiter, bla bla. Und viele müssen zuhören und ich muss da im Grunde genommen gar nichts. Also die Kinder auch keine Videos machen, Kinder auch keine TikToks machen. Und da ist tatsächlich so, wir beschreiben gerade das Weltbeben oder eben entspannt Immobilien bauen. Und hier entspannt Immobilien bauen, da ist tatsächlich, also das heißt entspannt Immobilien bauen. Und das ist das Weltbeben, also vielleicht begreift keiner, das heißt über den Finanzmarkt, Banken retten Staaten, Staaten retten Banken, die Politiker nennen die Krisenbewältigung in Wahrheit, bereiten sie die nächsten Wirtschaftskrise vor. Also die bereiten sich auf die nächste Weltwirtschaftskrise vor. Und da ist tatsächlich so der Rückfall. Also das heißt im Grunde immer der Fallrückzieher, das Eigentor. So, was will man damit sagen? Das ist tatsächlich so, dass hier wir schreiben die Zeit von 2015 bis 2025 ungefähr, ist ja keiner Hellseher oder keiner Prophet. Ja. Und da ist tatsächlich so, dass ich bin Spezialist für Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser. Und ich sage euch jetzt, Freunde, da kommt die Rohstoffkrise. Mag vielleicht keiner hören. Also Rohstoff heißt Gas, Öl, Brennstoffe, Holz, das ganze Zeug. Und ich will da zum Bau animieren. Das kann mir im Grunde genommen egal sein. Ich brauche bloß ein Dach über dem Kopf. Also das heißt im Grunde genommen, meins ist nicht. Und viele lachen und sind da jung und sagen, ja klar, wir haben fette Karre, du fährst kein Audi, du fährst kein fette BMW, du weißt gar nicht, was los ist und so weiter. Ich bin Mechaniker. Also ich bin tatsächlich gelernter Mechaniker. Ich habe früher Oldies gemacht, also Oldtimer gemacht, das ganze Zeug. Ich habe ein eigenes Replika gebaut. Also das heißt, ich weiß, was ein Tonka Ford ist, ich weiß, was ein Super 7 ist, ich weiß, was ein schnelles Auto ist. Also das ist auch nicht die Frage. Aber es ist schon ganz klar darum, wenn man Kinder hat, wenn man Familie hat oder wenn man selber noch drum gucken muss, man müsste gucken, dass wir rohstoffunabhängig werden. Also in jeder Zeit, also man hat die Zeit auch von 1900 bis 1930 zum Beispiel, hat man da ganz klar gesehen, Rohstoff ist das Problem. Und genau hier ist auch nachher wieder das Problem. Wir kriegen doch jetzt mit der Klimakrise, man kann ja jede Tankstelle nachfahren. Man sieht doch jetzt schon Spritpreise, England zum Beispiel. Also da ist jetzt klar, es wird LKW-Fahrer und Corona-Krise und so weiter. Ja, was sind denn alle die Krisen? Das sind alles so Wellenbewegungen, die im Grunde genommen immer höher schwappen und so weiter, machen die Lebenskrise. Also